Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 16.04.2020. Und unser kleiner Scheißer hier, er scheint sich seine Schritte wohl zu überlegen, um sich da nicht die Hosen nass zu machen. Es passt eigentlich schön auf die Situation, die wir momentan im DAX haben. Wenn wir uns das so angucken, ach, schon fast langweilig. Ich bin schon mal ein bisschen so auf die Wochenendindikation geillert. Wir sind ja rausgegangen bei 5,28, 9,5,28 zum Freitag. Ich habe jetzt hier als aktuellen Kurs bei mir stehen 9,5,28 in der Wochenendindikation. Absolut unverändert. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass wir das überhaupt zu einem Sonntagsvideo jetzt sagen können. Das muss man ja auch mal sagen. Die letzten Wochen, fast 4 Wochen, oder waren es fast 5, haben wir fast immer 100, 200, 300, teilweise sogar 500 Punkte unter dem Freitagsschluss gestanden, in dem Moment, wo ich das Wochenvideo eingesprochen habe für den Montag. Hier auf jeden Fall jetzt drastischer Volatilitätseinbruch, die Bewegung geht massiv runter. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das noch eine Weile anhält, ja, dass wir jetzt vielleicht in die alte Volatilität wieder zurückgeben, aber hier unten stehen bleiben und hier eine neue Spanne entwickeln für die nächsten vielleicht sogar Monate, ohne dass wir eben so massiv wieder zurückschießen können, weil sich vielleicht einfach jetzt auch viele zurückhalten. Es gibt ja so verschiedene Meinungen, wie man umgeht. Es gibt die einen, die sagen, das ist die größte Wirtschaftskrise, das ist der größte Crash aller Zeiten, wir werden auf Null fallen. Na, oder zumindest mal 7.500, 5.000, 2.500. Da ist ja unten alles möglich. Das ist so die eine Fraktion und die andere Fraktion sagt, wir sehen vielleicht mal eine Erholung, dass Leute sagen, wir gehen jetzt in die nächste Rallye rein und das war der Beginn von was ganz Großem. Das habe ich noch gar nicht gehört. Trotz, dass ich das auch in einem Video schon mal aufgezeigt hatte im Dow Jones mit diesem weiten Dreieck dort und dass da durchaus ein Impuls kommen kann auch. Das ist sowas, was momentan gar nicht vertreten ist. Das heißt, wir haben aber schon eine hohe Erwartungshaltung auf beiden Seiten, ne? Also, dass Leute sagen, ja, sie nehmen sich hier 100, 200 Punkte mit und das reicht ihnen. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Und wenn ich dann immer mit bedenke, 85% der Trader, 80% der Trader verlieren eben nur, muss man halt auch immer schon so ein bisschen gucken, was denken gerade wenige, was denken gerade viele. Und es sind die meisten doch tatsächlich eher mehr darauf aus, dass hier große Bewegung noch ansteht und dass das noch was richtig Großes kommt. Vielleicht machen wir jetzt hier einfach ein paar Wochen zur Seite. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo ich das sage, kann es auch schon sein, dass wir hier einen gewissen Todpunkt schon wieder erreicht haben. Mir bleibt weiterhin wichtig, dass wir hier unten unter die ja, 400, ja, im weitesten jetzt sogar 330 eben runtertauchen. Das wäre in dem Sinne ein Short-Trigger. Der ist weiterhin unberührt, der ist auch zum Freitag nicht gekommen. Das heißt, das bleibt alles weiter bestehen. Können wir nur mitziehen, brauchen wir jetzt nicht lange drum rumquatschen. Oben, das bleibt auch gleich. Ich würde hier oben aber noch einen kleinen Zwischentrigger einsetzen. Da haben wir nämlich für das Freitagsvideo schon mal drüber gesprochen, was passiert, wenn der DAX über die 6,30 geht. Ne, dann hätte er nämlich gewisse Chancen, sich mal hier bis 800 hochzurangeln. Hat er nicht gemacht zum Freitag. Also, wir haben Non-Farm Payrolls gehabt. Ne, wir haben ISM-Index gehabt. Also, das sind auch Zahlen gekommen, die jetzt. Da kann man nicht sagen, das ist erwartet worden. Ne? Also, die waren schon massiv krass schlecht gewesen, die Zahlen, die gekommen sind. Und dass der Markt da Volatilität rausnimmt, ich glaube, damit hat haben die wenigsten mit gerechnet halt, ne? So, das heißt, hier passiert erstmal nicht viel, hier brennt auch noch nichts an. Ich würde zum Montag jetzt mal sagen, vielleicht noch ein bisschen, ja, ich habe gar keine Präferenz, gar keine präferierte Variante, gar keine bevorzugte Variante. Ich selber werde ein bisschen drauf achten, wo steht der 39? Wie verhält es sich dann so, nachdem das Xetra oben da war, nachdem die ersten Börsen 8 Uhr aufgemacht haben? Wie verhält es sich dann so? Wie treibt es so? Häufig sieht man am Montag nochmal einen recht positiven Start und dann fängt er aber doch an, deutlicher zu fallen, ne? Auch aus dem Freitag heraus dann weiter zu fallen, bis in den Dienstag hinein. Theoretisch ist denkbar 200. Bis ja, hier sogar auf die Kante 9000, 8900. Aber momentan ist echt nicht viel Wumms drin. Also, vielleicht macht er wirklich bloß so eine 9200 auf den Dienstag dann, drückt sich jetzt zum Montag nochmal hoch. Das würde ich so für mich ein bisschen mitnehmen. Ne? Also, wenn er positiv reinstartet zum Montag und dann so nach 9:30 Uhr, also wenn so die ersten Schübe im Xetra einfach durch sind, kann auch 9:15 Uhr oder 9:10 Uhr sein, muss man ein bisschen darauf achten, wie kommt rein, ne? Wie viele Schübe kommen rein, wann hört es auf. Und wenn er ab dann so nach unten treibt, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen Short mitzunehmen, auch insbesondere dann hier unter 4,40 vielleicht mal so Richtung 3,30 zu begleiten
Und dann Richtung 200. Ich weiß gar nicht, ob ich weiterhalten würde. Momentan auf jeden Fall dann dort mal ein paar Teilgewinne, weil so wenig Bewegung wie wir haben, müssen wir jetzt auch erstmal wieder mehr Bewegung kommen sehen, bevor wir auf die hinhandeln. Ne? Also so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht zu viel will. Ne? Nicht, dass man hier 300 Punkte für sich laufen lassen hat, was richtig geil eigentlich ist, und dann macht man nicht zu, weil man hier unten die 9000 will und der läuft wieder in die Range rein. Das ist letztendlich das, was hier die ganze Zeit eigentlich vielen passiert. Ne? Deswegen mögen auch Leute so die Range nicht. Aber das haben wir alles am Freitag schon erzählt. Ja, und ansonsten treibt er auch nach den Xetra-Schüben, nach den ersten Xetra-Schüben trotzdem noch weiter, dann auch so nach 9:30 Uhr, nach 10 Uhr weiter hoch. Gebe ich ihm Raum bis 9.800, 9.900. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass er das packt. Den Ausbruch über die 10.000, den fände ich als Wochenplan ganz interessant. Aber dafür fehlt mir jetzt gerade ein bisschen die Volatilität, um ihm zu sagen, dass das schon am Montag kommen kann, weil so richtig viel Volatilität haben wir gerade nicht mehr. Ne? Also da ist nicht viel Bewegung jetzt die letzten Tage gewesen, es ist spürbar weniger geworden. Und hat sich jetzt so langsam wieder eingependelt, da müssen erst wieder neue Impulse kommen. Weiß nicht, ob nachrichtenseitig oder kursseitig, um dann wieder ein bisschen mehr Bewegung rauszulocken. Aber für den Wochenverlauf ist mir weiterhin die 10.000 auch wichtig. Wenn die fällt, gehe ich weiterhin davon aus, dass wir auch hier eine 10.800 nochmal erreichen können, vielleicht sogar eine 11.000. Dafür muss aber muss die 10.000 fallen, ne? Also vorher nicht. Und das heißt, selbst wenn ich jetzt hier vielleicht long wäre, würde ich persönlich an der 9.9 rausgehen, an der 8.8, was ist denn das hier? 8.8, 9.850, na, vielleicht sogar 9.820 ist das, ne? Das offene Gap 9.820 bis 900. Ich würde vielleicht dort sogar long rausgehen und dann warten, wenn er über 10.000 geht, dann nochmal was probieren. Und ansonsten Rücklauf abwarten und weiter im seitwärts handeln. Unten, wie gesagt, Short. Ich persönlich glaube, ich so an der neuen 200. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich Short wäre oder mir einen Short reinlege, weil er zum Beispiel erst kurz hochschubst, dann nach unten treibt und die 9440, wenn ich mir dort einen Short hole, ich würde dann schon durchaus bei 9200 mindestens teilverkaufen. Vielleicht sogar 75% von meinem Short erstmal auflösen, den Rest noch probieren. Richtung Gap Close, hier Richtung 8800. Aber ich würde gedanklich mich schon darauf einstellen, dass wir dann trotzdem vielleicht von der 9200 erstmal wieder nach oben schubsen, ne? Und dann wäre das schade, wenn man gute Gewinne hatte und dann gar nichts von mitgenommen hat. Ja, das soweit eigentlich meine Idee für den Montag, meine wichtigen Punkte, meine Erwartungshaltung. Mehr kann ich Ihnen dazu gar nicht sagen. Der Monatschart sieht auch unverändert aus, Tageschart. Ja, der dümpelt immer noch an dem mittleren Band runter, wobei das ein bisschen tiefer gefallen ist. Also müsste ein bisschen tiefer gefallen sein. Es sind ja hier unten, die werden ja mit reingerechnet. Gucken wir mal, wo genau. Ah, Doji-Bildung am mittleren Band, das ist okay. Ne? Also, was haben wir hier? Wir haben am Freitag haben wir, glaube ich, gesagt, der muss jetzt das seitwärts kriegen, der muss es seitwärts aufgestellt kriegen, das Band. Und dann können wir mal versuchen, das obere zu kriegen. Aber es ist auch noch nicht garantiert. Also, da fehlt, der muss über die 6,30, ja, dann kann er Richtung 9,9, dann kann er über 10.000 und dann muss er über die 10.000, um dann mehr zu schaffen. Ne? Also, das sind so die zwei Stolpersteine auch hier, weil auch bei der Bewegung und so wie das Band runtergeknallt kommt, ist auch nicht ausgeschlossen, dass hier nochmal eine lange Rote reinkommt, die sich sogar das untere Band nochmal holt auf Tagesebene. Also, Tageschart kann ich Ihnen jetzt noch nicht Entwarnung geben. Das ist eine Stabilisierung. Das ist es, ganz klar. Das können wir auch festhalten. Das ist definitiv eine Stabilisierung, die wir sehen. Aber es ist, wenn man so will, ist halt auch noch nichts gerissen. Ne? Aber hier unten, so unteres Band, wenn der hier drunter fällt, das könnte man vielleicht nochmal mitnehmen, dass er dann an das Band ranknallt. Können wir vielleicht mal, wollen wir mal wieder auf den Tageschart ein bisschen übergehen? Der wird ja doch ein bisschen ruhiger. Können wir mal hier ein paar Pfeile wieder reinmachen? Jetzt macht es auch mehr Sinn. Das war einfach zu viel Volatilität hier, um auf Tagesebene zu arbeiten. Na, dass man vielleicht so sagt, ja, wenn er hier noch weiter abkippt. Ich würde es an der 9200 vielleicht sogar festmachen, ne? Wenn er uns die 9200 unten holt. Dass er dann durchaus nochmal die Möglichkeit hat, hier Gap Close, ne? Gap Close, 9.800 und vielleicht sogar diese Option auf hier unten nochmal ans Band ran, ans untere Tagesband, weil das ist was, was macht das sehr, sehr gerne, auch auf anderen Zeiteinheiten, nicht nur im Tageschart, das sieht man immer im 5, das sieht man im Stundenchart, das sind immer so gerne gelaufene Bewegungen vom DAX. In dem Moment, wo er irgendwo übertrieben hat, dass er einfach nochmal sowas zurückholt.
Das wären so die zwei Optionen. Hier unten ans Band ran. Vielleicht hier so auf Höhe von der Kerzen. Das kommt ja jetzt auch noch ein bisschen hoch. So ein 8,4, 8,2. Das halte ich schon für realistisch. Wenn wir hier weiter abkippen, ansonsten haben wir oben natürlich oberhalb von 9600 dann die Chance bis zu 10.000. Das können wir. Aber letztendlich sieht es jetzt genauso da aus wie das, was wir im 2-Stunden-Chart machen, oder? Soll ich das überhaupt reinnehmen? Was man hier. Also, was ich hier vielleicht interessanter fände, wäre dann eher auf der Ebene hier die 10.000. Dass man sagt, hier, den macht er dann da hoch. Und dann vielleicht sogar eine Option bis ganz da hoch. Und dann wird da ein Schuh draus. Die 9.600 bis 10.000, ich glaube, das gucken wir uns lieber im 2-Stunden-Chart an. Da ist der Tageschart auch zu klein für. Ne, zu groß für, so rum. Na? Gut, okay, Freunde. Ansonsten. Wie denke ich vielleicht noch im großen Bild? Fragen jetzt ganz viele immer, ne? Martin, wie siehst du jetzt in die nächsten Wochen? Wie siehst du die nächsten Monate? Ich sehe auf jeden Fall aktuell, dass die schlechten Nachrichten vom Markt nicht angenommen werden, denn er verwandelt sie nicht, ne? Er stabilisiert sich, das ist wichtig, das war auch so gewollt, ne? Sie erinnern sich an die letzten 2, 3 Wochen, Videos, Wocheneinleitungen haben immer wieder gesagt, wie war eine Woche möglich? Umkehr, denkbar, erstmal wieder 1, 2, 3 Wochen ein bisschen in Erholung rein, dass er irgendwo seitwärts läuft, bis alle weiter hoch wollen und dann eben entsprechend dort dann da erst umdrehen. Die Meinung habe ich weiterhin. Könnt mir vorstellen, dass es unseren DAX schon noch ein bisschen nach oben zieht, dass ihm das noch nicht reicht. So, und dann haben wir hier die 11.040. Die nehmen es schon mal auf den Zettel. Da setzt man hier auch mal eine Linie rein. Die wird spannend auf der Oberseite, wenn er denn so hoch kommt. Na, also ist ja nur noch nichts gesagt. Und dann da oben die Gap-Kante. Dafür löscht man da oben mal ein bisschen was raus. Und dann können wir auch wieder auf Tagesebene arbeiten, weil jetzt lässt die Volatilität auch langsam wieder zu. Ne? Das war vorher einfach zu heftig. Der ist ja hier durch 20 Marken mit einem Tag durchgerannt. Ne? Das war ja. Da oben die 200-Tage-Linien sollte man vielleicht im Blick haben. 12.400. Will jetzt nicht sagen, dass er bis dahin laufen kann, aber. Sollte man schon mal im Visier haben. So, jetzt räumen wir hier noch ein bisschen auf. Ja, nehmen wir auch raus. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus. So, und dann kriegt man doch langsam wieder ein Bild, mit dem man arbeiten kann. Na, die 11.000 hier oben, die 11.400. Das sind so, also eigentlich ist das hier, das ist tatsächlich hier so meine Seitwärtszone, die ich erwarte. Na? Können wir vielleicht mal ein bisschen mehr Bedeutung geben hier? So, dem Bereich. Die 200-Tage-Linien, die werden jetzt hier auch langsam reinkommen. Sprich, geben Sie dem mal 1, 2 Wochen. Dann kommt das hier alles schön aufeinander. Vielleicht so auf die 11.800. Ich glaube, das ist der eigentliche Bereich, wo ich erwartet hätte, dass er dort zur Seite läuft, nicht hier unten. Ich meine, klar, das hätte man sich auch denken können. So schlau war ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass er das am mittleren Band macht. Ne? Aber finden wir hier eine schöne Farbe. So, gucken Sie mal. Da haben wir doch mal wieder was Brauchbares für den Tageschart. Können hier unten mal noch einen absoluten Short-Trigger mit reinbringen. Das wäre dann nämlich Richtung 7.500, ne? Wenn er da unten die neue Tiefs bringt. Das darf man auch nicht verkennen. So. Und jetzt habe ich mir irgendwo noch eine Linie geklaut. So, dann haben wir gleich den Sack zu. Ja, also es wäre wirklich so 11.000 bis 11.500. Ich habe es weiterhin verdacht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so auf die fixiere. Ich fände es am passendsten für einen DAX. Ich kann es Ihnen gar nicht so richtig herleiten, warum, wieso, weshalb. Ich fände die tatsächlich am schönsten als Seitwärtszone. Vielleicht können wir das auch so ein bisschen. Vielleicht können wir das. Ich mal kurz fertig hier. Ich verballer hier ganz schön viel Zeit jetzt durchs Malen. Und jetzt kann ich gar nicht viel mehr erzählen. Ich mach mal schnell fertig und dann, ja? So, Mensch, das wird ja künstlerisch richtig wertvoll hier. Gucken Sie mal, was ich hier Schönes reingemalt habe. Nur für Sie. Ich selber sehe das auf einen Blick. Okay. Ja, das sind so auf Tagesebene so die interessanten Punkte, die ich mir gut vorstelle. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass wir hier nochmal runterschlagen. Was ich nicht glaube, ist, dass wir direkt unten ein neues Tief reinschlagen. Ich glaube schon,
durchaus ein paar Wochen noch Bestand haben kann hier, weil einfach wie der Markt doch mit diesen schlechten News umgeht und so gucken, setzen sich immer wieder Gedanken zurück. Wann haben wir das Tief gemacht und wie war da die Lage? Ne? 16.3. Da gab es wieder eine Ausgangssperre in Österreich, Deutschland, Schweiz. Da gab es noch nicht mal großartig Infizierte in USA. Da gab es da 10 oder 12 Infizierte in den USA. Da gab es dort noch keine Toten. Da gab es dort noch keinen Lockdown, noch keine Ausgangssperren. Und gucken Sie, wie der Markt sich seitdem entwickelt hat. Ne? Also da muss man schon aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, ha, die Nachrichten sind ja so schlecht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das irgendwann wieder einpreist. Aber der Markt ist halt nicht rational. Ne? Der handelt eher mehr Erwartungen und die sind nicht immer so wie. Und die sind nicht immer so, wie man direkt erstmal denkt und glaubt. Ne? Von daher, also das ist jetzt hier mein Fenster auf Tagesart, dann arbeiten wir vielleicht in den nächsten Tagen erstmal hiermit. Sofern die Volatilität so bleibt, kann ich das durchaus vertreten. An sich, ich finde es nicht unwichtig, wenn wir über die 9600 gehen, aber das würde ich dann auf dem 2-Stunden-Chart machen. Und damit können wir hier eigentlich schon, können wir die Runde zumachen. Das ist mein Blick auf den Tageschart, das ist mein Blick auf den 2-Stunden-Chart. Und da haben wir, denke ich, alles Wichtige mit abgebildet, was jetzt für den Montag, Dienstag relevant werden soll. Achten Sie ein bisschen drauf, wie der nach dem Xetra oben sich verhält, wie der sich nach dem 8 Uhr oben verhält. Das ist für den Montag eigentlich immer schon mit am wichtigsten, ne? Was dann da auch so diese Open Range bestimmt. Und ja, mehr kann ich gar nicht mitgeben. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche, einen guten Wochenstart vor allen Dingen. Und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie hier die Bewegung in die richtigen Finger kriegen. Auch von da, ich glaube eher, dass Sie die Volatilität auch richtig abschätzen. Na, das ist das, was momentan fast eher wichtiger ist. Die Kurse sehen wir so und so alle 10 Mal am Tag. Wichtiger ist, dass Sie auch Ihren Take-Profit gefüllt kriegen. Denn nur so kriegen Sie Cash aufs Konto und nur wer Cash auf dem Konto hat, ist glücklich. Also, insofern, Ihnen allen viel Cash aufs Konto und ich wünsche was. Tschüss!